Was meinst du? Wollen wir es treiben? Klingt widerlich. Ich habe eine schlimme Verstopfung. Willst du wirklich? Jetzt erst recht. Was machst du denn da? Du musst dir bitte was ansehen an meinem Arsch. Ich möchte aber nicht deinen Anus untersuchen. Some people think they're always right. Du darfst Lost nicht ansehen, kapiert? Charlotte ist 8 und guckt immer South Park. Das ist ein Cartoon. Ja, aber mit Schwänzen drin. Der Laden macht Verlust. Du kannst Desi nicht feuern, sie ist unsere beste Verkäuferin. Hi. Ich glaube, Desi trägt keine Unterwäsche, da war alles dunkel, glaub mir. Vielleicht hat sie nur einen dunklen Slip an. Ja, vielleicht ist es ja ein dunkler Slip mit einem Bild von einer Vagina drauf. Daddy und ich haben uns entschieden, ein paar Dinge zu ändern. Du hockst zu viel vor dem Computer. Du verbringst kaum mehr Zeit mit uns. Hallo, Sadies Schulfreund. Dad! Na, quatsch dir schön? Via Intranet? Bitte geh raus. Die ganze Technologie hier, ich glaube, ich bin bei den Jetsons. Wer ist das da im Pool? Oh mein Gott, hi. Ich hab dich gar nicht gesehen. Seid ihr zwei ein Pärchen? Nein, auf keinen Fall. Nein. Tut mir leid. Der Schnurrbart ist irritierend. Was? Nein, das ist aber ein Hetero-Schnurrbart. Wo liegt denn der Unterschied zwischen einem Homo-Schnurrbart und einem Schnurrbart von einem Hetero? Der duftet anders. Deshalb hat er dich geheiratet. Du bist eine Kämpferin. In der Ehe muss wenigstens einer zuschlagen können. Du hast dir erzählt, dass du Viagra nimmst? Komm schon. Das ist ein absolutes No-Go. Ich glaube, das steht sogar auf dem Beipackzettel. Ja, da siehst du, was dir entgeht. Eine hübsche Pflanze, die sich nach der Sonne streckt. Du darfst rein. 10 Minuten. Aber dann will ich einen besseren Vorschlag für die nächsten 4 Stunden hören. Immer Ärger mit 40.